Heute senden wir Ihnen 24 Stunden am Tag weiterhin die neuesten Nachrichten. Helene Fischer, Strand und Meer. Hier gönnt sich die Schlagerkönigin eine Auszeit. Wo steckt eigentlich Helene Fischer? Seit dem Ende ihrer Tour fehlt von der schönen Sängerin jede Spur. Doch jetzt meldete sich die 34-Jährige mit einem sexy Urlaubsschnappschuss endlich zurück. Hinter Helene Fischer liegen turbulente Monate. Nach einer langen Tour hat sich die Schlagersängerin erst einmal in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Doch so ganz ohne ihre Fans scheint es die hübsche Blondine dann doch nicht auszuhalten. Helene Fischer gönnt sich Auszeit am Strand. Auf ihrem Instagram-Account überraschte die deutsche Sängerin ihre Fans jetzt mit einem neuen Schnappschuss. Sichtlich entspannt sieht man Helene Fischer darauf an einem Strand spazieren gehen. In einem luftigen weißen Kleid genießt die 34-Jährige die frische Meeresluft. Die Hashtags verraten, dass sich die Sängerin aktuell offenbar eine kleine Auszeit gönnt. Warum auch nicht? Immerhin war das Schlagersternchen monatelang auf Tour. Wo genau der entspannte Urlaubsschnappschuss entstanden ist, das behält Helene Fischer allerdings für sich. Helene Fischer solo unterwegs, wo ist Florian Silbereisen? Von ihrem Freund Florian Silbereisen fehlt auf dem privaten Strandfoto übrigens jede Spur. Erst vor wenigen Tagen wurde der Sänger gemeinsam mit der Moderatorin Caroline Reiber, 77, beim Feiern auf dem Oktoberfest 2018 gesichtet. Von Freundin Helene war hingegen weit und breit nichts zu sehen. Ob Helene aktuell Solo-Urlaub macht, ist unklar. Es ist aber dennoch nicht auszuschließen, dass Freund Flori die romantische Strandaufnahme der blonden Schönheit geschossen hat. Auch ob es sich bei dem Foto um ein aktuelles Bild der Sängerin handelt, bleibt unklar. Nimmt sich Helene Fischer jetzt eine längere Pause? Die Fans interessieren diese Details herzlich wenig. Sie sind froh, endlich wieder etwas von ihrem Idol zu hören. Ich vermisse dich so sehr. Danke. Etwas von dir zu lesen rettet meinen Tag, genieße deine kleine Auszeit oder so schön, lauten die Reaktionen ihrer Fans. Erst im Dezember wird Helene wieder auf der Bühne stehen. Bis dahin finden sich auf der Website der Künstlerin keine weiteren Termine. Gut möglich, dass sich Helene auch nach ihrem alljährlichen Weihnachtskonzert noch ein paar Wochen Pause gönnt. Zuletzt wurde sogar gemunkelt, dass sich Helene eine 2-Jahres-Auszeit verordnet hätte. Offiziell bestätigt wurden derartige Gerüchte bislang nicht. Es bleibt abzuwarten, wie und wann es für Helene weitergehen wird. Fest steht jedoch, bei all dem Tourstress der vergangenen Monate hat sich Helene Fischer eine Pause mehr als verdient. Hinterlassen Sie unten einen Bewertungskommentar, damit wir die neuesten Nachrichten mit Ihnen teilen können.